Ja, servus ihr Lieben und herzlich willkommen hier zum LS17 zu einer neuen Mod-Vorstellung mal wieder. Und zwar haben wir hier den Truck von VW und zwar den Constellation 25370. Das könnt ihr auch hier vorne dran erkennen, 25-370 von VW. Ein recht schönes Design, oben steht auch Constellation, auch nochmal sehr nice, sehr schick vom Design her. Und den schauen wir uns heute an. Dazu gehen wir einmal erstmal in den Shop, wir uns das angucken. Hier unter Farm Centro Sul ist der zu finden, und zwar der Volkswagen VW 25370 für 197.000 Euro. Die kostet Unterhalt am Tag 560 Euro. Hat eine Leistung von 270 kW, 367 PS. Ein Tankvolumen von 480 Liter. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h. Was kann der an Optionen Erweiterung? Hier gibt es drei verschiedene Erweiterungen. Einmal die Hauptfarbe kann man auswählen. Dann das Radsetup. Roder de Aluminio ist Standard. Roder Alcoa und Roder Preta. Alles kostet 0 Euro. Und die Designfarbe kann man auch auswählen. Die Designfarbe kostet 200 Euro plus. Die Hauptfarbe kostet 1700 plus. So, dann schauen wir uns das mal an. Hier seht ihr einmal den normalen Standard. Und hier vorne haben wir jetzt einen schon abgeänderten. Da ich schon wissen wollte, was das dritte ist an Design. Und zwar einmal konfigurieren, die Designfarbe. Die Designfarbe habe ich gelb gemacht. Das sehen wir uns an. Das ist hier vorne an der Felge einfach nur das Gelb. Auf beiden Seiten. Hinten ist normal. Nur vorne ist halt gelb anstatt schwarz. Die ist natürlich auch änderbar auf alle möglichen Farben. Hier auf Rot, auf Lila, je nachdem was ihr wollt, könnt ihr euch entscheiden. Dann ist natürlich auch die Hauptfarbe änderbar. Die Hauptfarbe ist hier weiß, die können wir ja jetzt mal grün machen. Dann sieht das ganze Führhaus so aus. Oder wir machen es mal nach Blackjacks Wunsch. Einmal schwarz. Dann sieht das folgendermaßen aus. Auch sehr nice. Muss man wirklich sagen. So, einmal das Radsetup. Hier sind Goodyear-Reifen. Einmal, ich steige einmal ein und werde einmal die Reifen zeigen. Einmal dieses Profil. Dann ist das abänderbar auf das Rode Alcoa. Wir werden einmal konfigurieren. Wir werden uns das einmal anschauen. Aber da sehe ich nicht viel Unterschied.
Ist das, was vielleicht weiß geworden ist? Ist das weiß geworden? Pop, 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 pop. Ja, ich glaub, das ist eher gräulich. Hier geht das dann mehr ins Weiße. Ich glaube aber auch nur vorne. So wie es aussieht. Ansonsten gucken wir uns mal das dritte an. Das Roda Preta konfigurieren. Das ist einfach nur, ja, habe ich richtig vermutet, einfach nur hier die Farbänderung vorne. Ansonsten hinten bleibt gleich, nur das ist halt die Farbänderung hier vorne. Im Prinzip kann man so hier einen komplett schwarzen Truck machen. Und dann sieht das so aus. So, andere Sache. Was schafft der Truck? Es wurde gesagt, dass der Truck eine Geschwindigkeit von 120 km/h schafft. Das habe ich ausprobiert. Und wir werden es sehen. Wir starten einmal den Motor. Anhängerkupplung sieht in Ordnung aus. Hier kann man nicht die Kupplung nach hinten oder nach vorne verschieben. Das geht leider nicht. Innen drin sieht es auch richtig, richtig nice aus. Blinker sieht man leider nicht. Aber wenn man sich dann mal von vorne anschaut, einmal hier das Licht. Auch da sieht man von innen nichts, leider. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten sieht es richtig, richtig nice aus. Dann ist einmal hier an der Seite ein Blinker. Ah. Nein, das wollte ich nicht. Einmal hier unten an dem Radkasten und oben an dem Schirm, an dem Sonnenschutz. Beidseitig natürlich. Und hinten natürlich auch mit Blinker. So, wir werden einmal jetzt hier ankoppeln. Ich habe da schon ein Hänger bereitgestellt und dann werden wir das einmal probieren. Motorleistung kann man leider nicht abändern, aber wie gesagt, wir probieren es einmal, und zwar einmal mit einem leeren Hänger. Wie ihr seht, braucht leider relativ lange, um zu beschleunigen. 45 km/h, 50, 55 km/h, 60 km/h, 61 km/h und mehr schafft der Kollege leider nicht. Auch ohne Abhänger, ich werde abkoppeln. Auch ohne Hänger schafft der das leider nicht. Die 120 km/h. Zurück fährt er 14 km/h im Rückwärtsmodus. Und dann wollen wir noch einmal nachschauen, wie das aussieht mit Fracht. Ob sich da was an der Geschwindigkeit ändert. Ich habe hier noch einen Hänger bereitgestellt. Direkt zum Austesten. Wenn das funktioniert, wäre nice, wenn sich da was tut. Wie ihr seht, ein voller Hänger.
aber wie ihr seht, er braucht ein bisschen länger, um zu beschleunigen jetzt. Das ist also schon richtig gut dargestellt. Aber die 120 km/h wird er so auch nicht schaffen. Das glaube ich jedenfalls nicht. 56, 57, 58, 59, 60, 61 km/h. Und dabei bleibt es leider auch wieder. Wir werden einmal mit Fracht rückwärts versuchen. Ändert sich da was? Bremsen tut er relativ zügig. Mit Fracht auch so 14, 15 km/h rückwärts. Und dementsprechend, naja, schöner Mod. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne Vorschläge für weitere Mod-Vorstellungen geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, erstmal ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.